Hallo, liebe Zuschauer, wir sind hier direkt am Ortseingang von Lauter und hier soll das Dockwerk entstehen. Ich habe jetzt neben mir den Initiator des Dockwerks, Martin Geier. Hallo. Hallo, Barbara. Vielleicht kurz mal was zu deiner Person. Ich bin Diensthundeführer hier in der Polizeidirektion Görlitz mit dem Standort in Hoyerswerda und von dort aus verrichte ich mit meinem Hund den Dienst. Und aus dieser Berufssituation heraus wollte ich mal eine Hundeschule gründen. Und die Idee ist herangewachsen zum Hundezentrum. Okay, bevor wir jetzt nochmal fragen, was hier denn genau alles entstehen soll, was kannst du uns zu dem Gebäude sagen? Das Gebäude selber ist ursprünglich meines Wissens als Krankenhaus gebaut worden. Deswegen steht es an der Krankenhausstraße. Das war es auch bis in die Kriegszeit hinein. Und nach der Kriegszeit und DDR-Zeit als Kinderwochenheim in Benutzung und am Schluss wurde es genutzt vom IB, Internationaler Bund und dem DRK. Okay, und wie bist du jetzt auf das Gebäude gestoßen? Das Gebäude war ausgeschrieben von der Stadt Lauter zur Umnutzung und darauf habe ich mich beworben mit anderen Mitstreitern zusammen und ich habe es bekommen, dann die Baugenehmigung und jetzt sind wir da dran, dass Areal umzugestalten zu dem Hundezentrum Dockwerk. Einen festen Termin gibt es noch nicht, aber ich hoffe, im Frühjahr 2024 fertig zu sein. Also dieses große Gebäude unterteilt sich in drei Teilabschnitte. Der erste Teil ist der private Teil, was zwei Wohnungen sind und der mittlere Teil als Partnerzentrum, in dem befindet sich dann oder ist angedacht, dass ein Tierarzt heimisch wird, eine Osteopathie, Physiotherapie und ein Hundefriseur. Vielleicht kommt auch noch was anderes dazu. Es gibt viele Leute, die sich privat engagieren und Anfragen stellen, ob sie mitmachen können, wie ein mobiler Gassi-Service und solche Sachen, die jetzt im Heranreifen des Objekts sich auch melden. Und der dritte Teil, was das ursprüngliche Schulungs- und Trainingszentrum ist, da ist auch die Hundepension mit drin. Das ist dann quasi wie so ein, das Gebäude an sich ist dort ein U und das wird Pension und Trainingszentrum. Wir sind jetzt hier auf der Hauptseite des Gebäudes. Hier werden dann die zukünftigen Besucher des Dockwerks hineingehen. Wird hier draußen jetzt noch was verändert oder was gemacht? Ja, hier auf der Hauptseite vom Dockwerk wird jetzt noch ein Landschaftsgartenbau, die großen Bäume verschneiden und so parkähnlich das Gelände herstellen. Also es gibt noch einiges zu tun. Wir wünschen natürlich ganz viel Glück, ganz viel Erfolg mit dem Dockwerk und vielen Dank an Martin Geier. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss.